Einen schönen guten Abend auch von meiner Seite aus. Ich darf Sie nun alle recht herzlich begrüßen zu unserem heutigen Vortrag, der veranstaltet wird von der Gesellschaft für Erd- und Völkerkunde und im Rahmenprogramm, Begleitprogramm zur Ausstellung Schwieriges Erbe im Museum in Württemberg stattfindet. Der heutige Vortrag mit dem Titel Die Stuttgarter Südsee-Gedenktafel und der Kolonialrevisionismus wird uns von Herr Dr. Heiko Wegmann vorgetragen. Ich habe das Vergnügen, Herrn Wegmann schon einige Jahre zu kennen, auch mit ihm zusammengearbeitet zu haben. Er ist Sozialwissenschaftler und Historiker und betreibt seit 2005 das Forschungs- und Bildungsprojekt Freiburg Postkolonial. Er untersucht dabei die bislang verdrängte Geschichte und fragt auch nach den Rückwirkungen, die der Kolonialismus auf das Denken in Freiburg gehabt hatte. Zudem ist er auch Mitautor der im Auftrag der Stadt Freiburg erstellten und 2018 vom Stadtarchiv herausgegebenen Studie Freiburg und der Kolonialismus, vom Kaiserreich bis zum Nationalsozialismus, an der auch Johannes Theissen, Bernd Stefan Grewe und ich mitwirkten. Dort werden auch schon Fragen aufgeworfen, wie tief waren die Stadt Freiburg und ihre Bevölkerung in die deutsche Kolonialgeschichte verstrickt und welche Bedeutung besaß der Kolonialismus auch für die Einwohner? Als auch Fragen, mit denen wir uns jetzt gerade hier in Stuttgart auch befassen oder auch mit unserer Ausstellung befassen. 2019 publizierte er dann schließlich die Biografie Vom Kolonialkrieg in Deutsch-Ostafrika zur Kolonialbewegung in Freiburg, der Offizier und badische Veteranenführer Max Knecht. Die Publikation beruht auf seiner Dissertation und stellt auch hier wieder die Frage, wie waren Kolonialerfahrungen in Übersee und lokale Kolonialbewegungen in der Heimat miteinander verknüpft? Er behandelt die Erfahrungen Knechts als deutscher Kolonialoffizier im Majimaji-Krieg im heutigen Tansania, aber eben auch die Netzwerke der Kolonialbewegung in Freiburg. Im Vorfeld der Ausstellung Schwieriges Erbe wurde Herr Wegmann aber nun vom Lindenmuseum damit beauftragt, auch die Kolonialzeit oder beziehungsweise die Württemberger Verbindungen zur Kolonialzeit zu erforschen, mit einem Schwerpunkt auf dem Lindenmuseum. Diese Forschung mündete dann in der Ausstellung Schwieriges Erbe, Lindenmuseum in Württemberg im Kolonismus. Zudem hat er auch noch einen Tribus-Artikel über diese Forschung veröffentlicht. Also den können Sie unserem Tribus in der aktuellen Ausgabe auch nochmal nachlesen. Denn diese Ergebnisse waren die Grundlage für unsere Ausstellung, die ich zusammen mit ihm kuratiert habe. Das heutige Thema, diese Südsee-Gedenktafel, werden Sie dann auch in der Ausstellung wieder sehen können, wenn Sie dann die Ausstellung besuchen. Dort natürlich nur in etwas reduzierter Variante und heute werden wir natürlich noch viel, viel mehr über diese Tafel erfahren. Aber nun genug der Vorrede. Ich übergebe nun das Wort an Herrn Wegmann und wünsche uns allen einen spannenden Vortrag. Schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung durch die GEV und die Vorstellung durch Markus Himmelsbach. Wie er schon gesagt hat, dieses Thema mit der Südsee-Gedenktafel und dem Kolonialrevisionismus ist auch Teil der Ausstellung Schwieriges Erbe. Und ich gebe heute Abend so eine Art vertieften Werkstattbericht, wie wir auf das Thema gekommen sind und genau, und Sie können sich das in der Ausstellung dann auch nochmal angucken. Also zur Ausgangslage. Ich habe Mitte 2019 diesen erwähnten Forschungsauftrag bekommen für das Lindenmuseum, die Beziehung zwischen Württemberg, Stuttgart, Lindenmuseum und dem deutschen Kolonialismus zu untersuchen. Und dabei sind wir halt auf zwei verschiedene Spuren gekommen. Also ich muss auch nochmal erwähnen, dass Herr Himmelsbach auch Anteil an diesen Recherchen gehabt hat. Und also jetzt speziell auch hier zu der Gedenktafel. Die eine Spur war zu gucken, was gibt es in einem Standardwerk zum Thema, nämlich dem Buch von Joachim Zeller über Kolonialdenkmäler und Geschichtsbewusstsein, eigentlich für Hinweise auf koloniale Denkmäler in Württemberg. Und wir können sagen, dass wir dann im Laufe der Recherchen noch eine Reihe weiterer Denkmäler gefunden haben. Aber dort war eben diese Südsee-Gedenktafel abgebildet. Das war sozusagen die eine Spur, der wir dann weiter nachgehen konnten. Ich zeige später noch bessere Bilder von der Gedenktafel. Das ist jetzt nur schon mal, dass Sie einen ungefähren Eindruck haben,
aus einer zeitgenössischen Publikation von 1928 auf der rechten Seite. Auf der anderen Seite gab es ein Projekt zur Provenienzforschung im Lindenmuseum vor ein paar Jahren, wo es um die Sammlungszugänge der NS-Zeit ging. Und dort wurde also festgestellt, dass im Jahre 1941 sechs Objekte der Traditionskompanie der Polizei Stuttgart ins Lindenmuseum gelangt waren. Chamour Maria Mohr, die diese Recherchen gemacht hat, hat dann alle möglichen Archive und so weiter angeschrieben und versucht herauszufinden, um was es sich dabei gehandelt haben könnte, und konnte dann aber erstaunlicherweise keinerlei Informationen über diese Formation zutage bringen. Sie vermutete dann, dass es sich dabei um eine Gruppe nicht mehr im Dienst befindlicher Polizisten gehandelt haben müsse. Bevor ich da jetzt diese beiden Spuren wieder zusammenbringe, also die Gedenktafel einerseits und die Traditionskompanie, die eben ganz eng zusammenhängen, und auch erläutere, was das überhaupt ist, eine Traditionskompanie, ganz kurzer Überblick über das deutsche Kolonialreich. Sie sehen hier in der Südsee eben die verschiedenen Bereiche Deutsch-Neuguinea, zu dem dann später eigentlich fast alles eben bis auf West-Samoa verwaltungsmäßig zugeschlagen wurde, und die afrikanischen Kolonien plus Kiaochu in China als Stützpunktkolonie im Verhältnis zum Deutschen Reich. Hier möchte ich nochmal ein Detailbild geben, und hier ist auch schon wieder bemerkenswert, das ist also ein Propagandaschulungsplakat des Reichskolonialbundes, Südseekolonien aus dem Jahre 1939. Dort heißt es, unsere Kolonien werden unsere Wirtschaft befreien, unsere Kolonien brauchen deutsche Kraft zum Gedeihen. Also das reimt sich dann auch noch. Und hier sind nochmal die verschiedenen Teile eingezeichnet und zuzüglich, was es Deutschland bringen solle. Aber ich halte heute Abend keinen Vortrag über die deutsche Südsee, sondern über Württemberg. Und deswegen gehe ich da auch mal gleich weiter. Es war nämlich so, dass Deutschland ja im Ersten Weltkrieg alle seine Kolonien verloren hat an die Siegermächte, die sich dieser dann eben bemächtigt haben. Und zum einen gab es dann eine Kolonialbewegung, die vorher schon bestand und die nun die Rückgabe der Kolonien forderte. Gleichzeitig gab es von staatlicher Seite sowohl zur Weimarer als auch zur NS-Zeit eben Bestrebungen, ganz speziell die Schutztruppen, also das Kolonialmilitär und die ehemaligen Polizeitruppen in den deutschen Kolonien zu ehren und deren Tradition aufrechtzuerhalten. Das würde jetzt zu weit führen, das alles darzustellen, aber ich mache es jetzt mal nur am Beispiel der Landespolizeien. Also Bayern übernahm die Traditionspflege für Togo. Erst später zur NS-Zeit wurde das dem Infanterieregiment 69 in Hamburg übertragen, weil dort eigentlich ein Kern einer neuen Schutztruppe in Spee gebildet werden sollte. Das wurde eigentlich fast alles dort zentralisiert. Allerdings nicht die Tradition der Südseetruppe, die kam eben nach Württemberg. Das werde ich heute Abend noch genauer darstellen. Und Sie sehen, dass es halt in anderen deutschen Staaten dann eben weitere Traditionsübernahmen gab. Vielleicht besonders zu erwähnen, das können Sie hier links sehen, in der Zeitschrift Kolonialpost, das amtliche Organ des Deutschen Kolonialkriegerbundes, eine Besonderheit. Dort heißt es, unser Bundesführer General von Epp, der zu der Zeit Führer des Kolonialkriegerbundes war, und Ministerpräsident General Göring vor der Front der Kolonialkrieger bei der Traditionsübergabe der Polizeitruppe für Deutsch-Ostafrika an die erste Kompanie der Landespolizeigruppe General Göring. Das ist insofern mehrfach bemerkenswert. Zum einen, weil General Göring ja nun einer der ersten Männer im NS-Staat war. Mit anderen Worten, dass dieses Kolonialthema vielleicht doch nicht ganz so schlecht gelitten war in Bezug auf Überseekolonien, wie das lange Zeit angesehen wurde. Zweiter Hintergrund ist, dass der Vater von Hermann Göring ja selber der erste Reichskommissar des Deutschen Reiches
in Deutsch-Südwestafrika ab 1885 gewesen war. Das heißt, er hatte dann auch noch einen persönlichen Bezug. Und das Dritte ist, dass diese Landespolizeigruppe General Göring eigentlich gar keine normale Polizeitruppe gewesen ist, so wie jetzt im Fall dann Stuttgarts, sondern eine Nazi-Schlägertruppe, die vorher Polizeigruppe zur besonderen Verfügung Wecke hieß. Das ist jetzt aber erstmal nur ein Überblick, also dass das auch in anderen Bundesstaaten der Fall war. Was stand hinter dieser Südsee-Traditionskompanie? Da muss man einmal etwas ausholen und ich würde Ihnen gerne einen der Hauptinitiatoren vorstellen, weil das wahrscheinlich auch auf ihn zurückgeht. Das ist speziell diese Traditionskompanie in Württemberg errichtet wurde. Karl von Clewitz hatte nämlich seine Offizierskarriere beim 1. Württembergischen Dragonerregiment Königin Olga in Ludwigsburg begonnen, war dann von 1904 bis 1912 mit Unterbrechungen bei der Schutztruppe für Südwestafrika. Schutztruppe könnten wir dabei eigentlich immer in Anführungszeichen setzen, so wie in der Ausstellung, weil immer die Frage ist, wer wird da eigentlich geschützt? Clewitz nahm teil am Vernichtungskrieg gegen die Herero und Nama und auch an einem besonders schweren Gefecht, kam dann wieder zurück und wurde im Januar 1914 nach Deutsch-Guinea, Neuguinea versetzt. Mittlerweile war er Rittmeister und Inspekteur der Polizeitruppe dann dort zum Zeitpunkt des Beginns des Ersten Weltkrieges. Dort wurde er vom kommissarischen Gouverneur Eduard Haber zum Befehlshaber der sogenannten bewaffneten Macht der Kolonie ernannt. Und diese sogenannte bewaffnete Macht sollte also nun im Ersten Weltkrieg gegen ein weit übermächtiges australisches Pazifikgeschwader kämpfen. Ich führe das jetzt auch nicht aus, aber ich weise darauf hin, dass es einen großen Widerspruch gibt zwischen den Berichten, die Haber und Clewitz über diesen Verteidigungskampf geäußert haben intern, wo sie nämlich von einer sehr kläglichen Truppe eigentlich gesprochen haben. Und nach außen hin wurde das aber eben als ein äußerst tapferer Kampf dargestellt. Später war er Regierungsrat im Reichsentschädigungsamt und versuchte nun eben durch Spendenaufrufe und verschiedene Kontaktaufnahmen, dass der Südsee-Tradition, die aufrechterhalten werden sollte, an diese bewaffnete Macht. Im Juni 1926 erklärte sich der Innenminister von Württemberg, Eugen Bolz, später auch Staatspräsident, bereit, die Traditionspflege der Polizei Deutsch-Neuguineas für Württemberg zu übernehmen. Das geht dann immer so ein bisschen durcheinander, ob eigentlich diese bewaffnete Macht oder ganz Deutsch-Neuguinea in der ganzen Geschichte oder aber eben auch noch Samoa mit gemeint war. Aber zunächst hieß es Traditionspflege für die Polizei Deutsch-Neuguineas. Es fand dann wie Sie hier sehen können, eine Kolonialgedenkfeier statt 1926 anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Kolonialkriegervereins in Stuttgart, bei dem gleichzeitig die Traditionsübergabe an die Polizeibereitschaft Bezirk 2 in Stuttgart gefeiert wurde. Interessant ist noch, wenn Sie das sehen können, unter Punkt 3, es gab einen Vortrag von Major Dr. H.C. Detzner über Neuguinea und das ist also nochmal eine interessante Persönlichkeit, weil er versucht hat, sich wie ein kleiner General von Netto Vorweg zu stilisieren, über einige Jahre auch recht erfolgreich, weil er praktisch unentdeckt bis zum Kriegsende sich verstecken konnte vor den Truppen. Nachher musste er aber eingestehen, dass er wohl vieles seiner Leistungen da entweder erfunden oder zumindest übertrieben hatte. Auf jeden Fall, dieser Herr Detzner spielte auch eine wichtige Rolle im Zusammenhang mit dieser Traditionskompanie. Was machte die denn jetzt eigentlich? Wir hatten ja anfangs im Bericht die Vorstellung, dass das vielleicht so irgendwie so eine Art Nostalgietruppe gewesen sei. Das war allerdings nicht so, sondern es ging um eine aktive Polizeibereitschaft
die also intern geschult wurde im kolonialen Sinne. Das heißt, da hat der Polizeioffizier, der dem Vorstand, hat dort also Bücher vorlesen lassen, Vorträge halten lassen bei der Schutzpolizei. Diese Traditionskompanie ist öffentlich aufgetreten bei verschiedensten Ereignissen innerhalb und außerhalb Württembergs. Es wurde in der Moltke-Kaserne, in der Moltke-Straße, ein Kolonialheim eingerichtet, in dem zum einen Südseeobjekte waren. Die wurden zum Teil aus dem Völkerkundemuseum Berlin besorgt. Ob auch aus dem Lindenmuseum welche dorthin kamen, konnten wir nicht feststellen. Es wurde eine Bibliothek eingerichtet und vor allen Dingen dieses Kolonialheim in einer Polizeikaserne war gleichzeitig ein Veranstaltungsort für die Kolonialbewegung. Also dort wurden Monatsversammlungen der Kolonialkrieger abgehalten ab 1928, als in Stuttgart die erste württembergische Kolonialjugendgruppe eingerichtet wurde. Die traf sich dann da und man hat eben auch mit diesen Vereinen in vielerlei Hinsicht zusammengearbeitet. Und der Polizeihauptmann Eberbach, der da federführend war, der hat eben auch gesagt, wir haben das, was die alte Kolonialbewegung nicht hat, nämlich wir haben die Jugendkraft und wir sind eigentlich jetzt ein zentrales Element in dieser Kolonialbewegung. Und das finde ich doch recht speziell für eben eine staatliche Einrichtung zu diesem Zeitpunkt, als es ja gar keine deutschen Kolonien mehr gab. Eberbach beantragte auch, dass die Angehörigen dieser Traditionskompanie eigene Ärmelstreifen mit einer Silberstickerei Neuguinea bekommen sollten, um die Identifikation der Polizeiwachtmeister und Oberwachtmeister und so weiter zu erhöhen. Ob das tatsächlich umgesetzt wurde, das konnte ich noch nicht herausfinden. Bemerkenswert nochmal im Zusammenhang mit dem Lindenmuseum ist, dass Augustin Krämer, der ja Generalmarinearzt gewesen war und eben viel in der Südsee, auch in der deutschen Südsee unterwegs gewesen war, von 1911 bis 1915 Leiter des Lindenmuseums, dass der also auch zu diesen Referentinnen der Südsee-Polizeischulung gehörte und laut Eberbach auch einer der besten Redner gewesen sei. Ansonsten hielt man aber auch den Kontakt mit anderen Südsee-Württembergern, die eben vor Ort lebten. 1928 war es dann soweit, dass eine Südsee-Gedenktafel in die Obhut dieser Traditionskompanie gelangte. Auch hier war einer der Hauptinitiatoren wieder Klewitz. Es erfolgte in kolonialen Zeitschriften Aufruf, sehr prominent besetzt mit Klewitz und diversen Gouverneuren, aber auch dem Polizeipräsident Kleiber aus Stuttgart, die eben um Spenden baten. Auch hier kann ich nochmal sagen, nachher können Sie nochmal ein aktuelleres Bild davon sehen. Auf jeden Fall hieß es in der Presse, Polizeipräsident Kleiber übernahm die Ehrentafel in die Obhut der württembergischen Schutzpolizei mit dem Gedenken, dass die deutschen Kämpfer in der Südsee ein Vorbild treuester Pflichterfüllung seien. Auf der rechten Seite können Sie hier ein Foto sehen von der Enthüllung der Gedenktafel im Hofe des neuen Schlosses, bei der eben sehr viel politische, militärische und Polizeiprominenz dabei gewesen ist, auch der ehemalige Kolonialminister Bell und andere und der Staatspräsident Bazille. Spannend ist bei der Frage dieser Tafel, wem da eigentlich wirklich gedacht wird. Also auf der Tafel steht 1885, 1918, zur Erinnerung an alle, die in der Südsee für Ehre und Ruhm des deutschen Vaterlandes ihr Leben ließen, den Toten zum Gedächtnis, den Lebenden zur Mahnung. Da könnte man natürlich annehmen, dass wenn da alle steht, die in der Südsee ihr Leben ließen, dass damit auch eigentlich die Masse derjenigen Polizisten gemeint sei, die die Polizei stellten. Und das waren aber eben Einheimische und nicht weiße, in Anführungsstrichen, deutsche Polizisten. Man kann erkennen, wie das interpretiert wurde.
auf dem linken Bild, das ist also eine Seite des bei der Festtafel herumgereichten Gästebuches der Traditionskompanie, gezeichnet von einem Angehörigen namens Kilgus. Und dort steht für die gestorbenen Deutschen. Dort wird also der Kreis deutlich eingeschränkt. Bemerkenswert ist auch noch, dass es kein Denkmal oder Gedenktafel nur für den Ersten Weltkrieg ist, so wie der Clevet sich das anfangs wohl gedacht hat, sondern dass man dann praktisch bis 1885 zurückgedacht hat. Koloniale Gewalt ist ein Thema, das ich jetzt heute Abend auch nicht ausführen kann, weil das sehr weit greifen würde. Ich möchte nur auf zwei Publikationen hinweisen. Das eine ist von Alexander Krug mit dem Zitat im Titel: Der Hauptzweck ist die Tötung von Kanaken, die deutschen Strafexpeditionen in den Kolonien der Südsee 1872 bis 1914. Er greift dort also noch weiter zurück auf die Zeit der Neuguinea-Kompanie, also bevor die Gebiete unter einer formellen deutschen Herrschaft standen, und zählt dort eben zahllose Strafexpeditionen auf, die eben die deutsche kaiserliche Marine, die Polizeitruppen und so weiter im Laufe der Zeit durchgeführt haben. Und das passt eigentlich nicht so ganz zu dem Bild der deutschen Südsee, was man gemeinhin so hat, weil man eigentlich koloniale Gewalt im Wesentlichen nur mit afrikanischen Kolonien und vielleicht noch dem Boxerkrieg verbindet. Links ist eine Publikation von Thomas Morlang, Rebellion in der Südsee, der Aufstand auf Ponape, heute Ponpei, gegen die deutschen Kolonialherren 1910, 1911. Das war also der größte militärische Einsatz. Aber wie gesagt, das kann ich jetzt nicht ausführen, aber diese Literatur, wer sich dafür interessiert, kann das nochmal genauer ansehen. Und in dem Aufruf zum Geldspenden für die Gedenktafel in der Zeitung der Kolonialdeutsche, da stand dann halt drin, naja, das war ja klar, dass die Einheimischen erstmal natürlich rebelliert haben gegen das, was sie nicht kannten und so weiter, aber unter unserer Herrschaft wurde dann ja alles gut, und dieses Bild hat man dann eben später vertreten. Ja, was hat diese Traditionskompanie gemacht? Ich erwähnte, dass sie in und außerhalb Württembergs aufgetreten ist. Hier ist ein Foto von einem Aufmarsch vor der Universität Freiburg, und ich konnte es jetzt noch nicht ganz exakt nachprüfen, aber ich nehme ganz stark an, dass diese Polizeiformation, die wir hier rechts sehen, die dort lang marschiert, dass das eben die Stuttgarter Traditionskompanie war, die dort vor Führern der NSDAP und der Kolonialbewegung vorbeimarschiert. Im Rahmen dieser Tagung, wo sie dort auftrat, fand auch eine Kolonialausstellung statt, die von diesem Offizier organisiert wurde, über den ich promoviert habe. Dort sieht man eben im Jahre 1935 dieses Einladungsplakat, das es in zahllosen Varianten auch gibt und das vom Reichskolonialbund eingesetzt wurde, wo wir also Reichsflagge und Hakenkreuzflagge und das Symbol eben für Rohstoffe und Nutzen, die Palme mit den Kokosnüssen haben. Auch ein bisschen romantisch soll das wohl sein, wie die Fahnen da im Wind wehen. Und was also sehr interessant ist, dieser Spruch dazu: Auch hier liegt unser Lebensraum. Man hat also diesen Topos des Lebensraums hier vorangestellt oder ins Zentrum gestellt, obwohl das für die Nationalsozialisten eigentlich von der Generallinie her nicht so gedacht war, weil man gesagt hat, in den Kolonien sollen nicht mehr gesiedelt werden, sondern die sollen anderweitig ausgenutzt werden. Siedlung hatte man ja mehr im Osten Europas im Auge, aber man sieht, dass es eben zeitweise trotzdem so eine Propaganda gemacht wurde mit dem Thema Lebensraum. Hier haben wir nochmal eine Detailaufnahme. Vorne rechts sehen Sie wieder die uniformierte Polizeieinheit. Links ist SA, dazwischen marschieren alte Kolonialkrieger. Die Verbindung der Polizei und der Traditionskompanie mit der Kolonialbewegung wurde immer stärker ausgebaut. Das heißt, es war nicht nur so eine Sache, die mal irgendwie 1926 oder 28 ins Auge genommen wurde
und wo vielleicht mal irgendwas gelaufen ist, sondern die Polizisten wurden auch vom Chef der deutschen Polizei und Reichsführer SS Heinrich Himmler und im Gefolge auch vom württembergischen Innenministerium also deutlich aufgefordert, dem Reichskolonialbund beizutreten. Da gab es auch dann eine eigene Kooperationsvereinbarung. Und hier haben wir zwei Ausschnitte aus dem Merkbuch für die Amtsträger des Reichskolonialbundes im Kreisverband Stuttgart, wohlgemerkt im Jahre 1941. Das war also auch keine Sache, die während des Krieges zu Ende war. Und innerhalb dieses Kreisverbandes gab es einen eigenen Ortsverband Polizei. Und auch hier können wir sehen, das ist nicht so, dass es dann da irgendwie einen Ortsverbandsleiter gab und ansonsten war das irgendwie nicht mehr zu besetzen, weil sich keiner dafür interessierte, sondern wir sehen, dass in allen 18 Polizeirevieren eigene Mitarbeiter im Ortsverbandsstab angegliedert waren und eben auf der rechten Seite sehen wir auch, dass bei allen anderen Stellen, Dienststellen des Polizeipräsidiums, also eigene Mitarbeiter und Kontaktleute waren. Das waren jetzt nicht unbedingt immer hochgestellte Leute, das konnten auch mal niedriggestellte sein, aber insgesamt sieht man doch eine gewisse Abdeckung und ja, mich hat das dann erstaunt, wie das dann da so weiterging. Ja, hier sehen wir nochmal einen Einsatz der Traditionskompanie. Links sehen wir einen Kommando-Sonderbefehl des Kommandos der Schutzpolizei, mittlerweile im Jahre 1942, also mitten im Zweiten Weltkrieg. Diese Publikationsseite, die Sie hier rechts sehen, die war schwer zu beschaffen. Herr Schöfert hat sie mir zur Verfügung gestellt, der, wie ich sehe, auch heute Abend dabei ist. Und dort fand also eine Gauverbandsleitertagung statt. Auch das eine erstaunliche Geschichte, weil das in der Forschung zur Kolonialbewegung im Nationalsozialismus oder auch allgemein eigentlich eine Tagung ist, die überhaupt nicht bekannt ist, dass die stattgefunden hat, die aber eben gar nicht klein war, inklusive Kolonialkunstausstellungen im Stadtpalais, Veranstaltungen im Stadtgarten, eine Reise nach Tübingen, wo die Delegation dann vom Rektor der Universität, Professor Dr. Stickel, empfangen wurden und so weiter. Und genau, und man sieht hier wieder Polizei mittlerweile mit Stahlhelm uniformiert. Das Thema, was jetzt sich anschließt, ist, was sollte das eigentlich alles? Weil es ging nämlich nicht nur um eine Traditionswahrung, also dass man eine verklärte, schöne Sicht auf die deutsche Kolonialzeit bewahren wollte, möglichst widerspruchsfrei und ohne Thematisierung von Problemen, beziehungsweise die kamen natürlich von außen oder von Einheimischen, die es nicht einsehen wollten, kolonisiert zu werden. Sondern es hatte auch einen nicht so allgemein bekannten Vorwärtsdrang. Und dazu gab es zum einen Pläne für ein wiederzuerlangendes Kolonialreich, das sich nunmehr im Wesentlichen auf Afrika beschränkte in den meisten Kolonialplanungen. Es wurden im Laufe der NS-Zeit also auch Planungen von Reichsmarineleitung, Oberkommando des Heeres und so weiter reaktiviert, die schon aus dem Ersten Weltkrieg stammten. Hier sehen Sie ein Bild von sozusagen der gigantomanischen Maximalplanung für ein Deutsch-Mittelafrika, das wirklich von Westafrika bis nach Ostafrika reichen sollte. Die haben natürlich nicht alle geteilt, aber es gab eben Stellen, die daran konkret gearbeitet haben. Und wer sich damit mal genauer beschäftigen will, dem kann ich nur sehr das Buch von Carsten Linne, Deutschland jenseits des Äquators, empfehlen. Hier sehen wir übrigens in einer anderen Form nochmal dieses Plakat, das auch in Freiburg benutzt wurde. Ja, damit komme ich zu einem ganz konkreten württembergischen Bezug, nämlich dass Anstrengungen unternommen wurden, eine zukünftige Kolonialpolizei aufzubauen. Ich nehme hier den Zeitraum 1936 bis 1943
in Betracht, aber es gab auch schon vorher Bestrebungen, etwa, dass bei den Konsulaten angefragt wurde, wie eigentlich die polizeiliche Situation in möglichen zukünftigen deutschen Kolonien sei, was allerdings außenpolitisch nicht ganz ohne war. Ich habe hier ein paar Beispiele. Heinrich Himmler, also Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei, hatte eine Aufforderung herausgegeben, dass sich Polizisten freiwillig melden sollten für eine künftige Kolonialpolizei. Und darauf haben sich reichsweit 380 Offiziere und 2000 Wachtmeister der Ordnungspolizei gemeldet. Und das lässt sich eben auch in Württemberg nachvollziehen, teilweise, wie ich das jetzt gleich zeigen werde. Interessant ist, wir sehen dann hier ein Schreiben des Reichsführer SS bzw. des Oberkommandos der Chefs Hauptamts Ordnungspolizei Ende 1940. Frankreich war besiegt und man frohlockte natürlich, dass man jetzt Riesenchancen habe, sich fremder Kolonien zu bemächtigen, natürlich ohne die Afrikaner und Afrikanerinnen zu fragen. Und in diesem Schreiben betreff Kolonialpolizei wurde dann eben gesagt, wie verantwortungsbewusst dieser Job sei. Ich lese das jetzt nicht alles vor, aber es wurden eben einige Eigenschaften dort in einer Anlage formuliert, zum Beispiel, dass die zukünftigen Kolonialpolizisten, die Eingeborenen, Zitat, zwar mit Strenge, aber mit väterlichem Wohlwollen und unbeirrbarer Gerechtigkeit zu behandeln hätten. Dann das Mahnwort, wer draußen versagt, versagt nicht nur für sich selbst allein, sondern für sein Volk. Und dann, Sie sehen im blauen Pfeil, Zitat, es muss damit gerechnet werden, dass in Zukunft der größte Teil des europäischen Personals verheiratet ausgesandt wird. Im Unterschied zur eigentlichen Kolonialzeit, wo man ja meist Unverheiratete rausgesandt hat, zumindest in den Schutztruppen. Die deutsche Rassengesetzgebung, Zitat wieder, und die in den Kolonien zu verfolgende Rassenpolitik werden das fordern. Also man hatte eben vor, sozusagen Apartheidstaaten dort einzurichten. Dann fanden 1940 in Stuttgart kriminalistische Lehrgänge für die kolonialdiensttauglich befundenen Meister und Wachtmeister statt. Das waren sozusagen Voruntersuchungen. Man hat erstmal die Freiwilligen untersucht, ob sie überhaupt kolonialdiensttauglich sind. Und die, die als tauglich befunden wurden, die wurden dann eben geschult. In diesem Fall von der Kriminalpolizeileitstelle Stuttgart, Ende 1940 in der Büchsenstraße 37, wo die saßen. Und das ist also ganz interessant, dass man hier die Leute mit Namen und Rang und der Dienststelle sehen kann. In dem nächsten Schritt müsste man mal diese ganzen Namen abgleichen mit Mitgliedern des Reichskolonialbundes. Dabei blieb es aber nicht. Zwischen 1941 und 1943 wurden württembergische Freiwillige zu Kolonialpolizeilehrgängen an die Kolonialpolizeischulen in Schloss Oranienburg und Wien abgeordnet. Das heißt, es ging dann den nächsten Schritt weiter. Es gab Lehrgänge und die gingen zum Teil fast ein halbes Jahr. Bemerkenswert auch hier, ich habe ein Ausrufungszeichen gesetzt bei Schloss Oranienburg, weil das ist ja der Ort, wo vorher das SA-KZ betrieben wurde, bevor die SS in, nebenan in Sachsenhausen dann das KZ errichtete. Man machte hier, erstellte einen eigenen Bau dafür auf dem Gelände des Schlosses Oranienburg. Und auch hier kann man wieder sehen, die Zahl der Teilnehmer dünnt sich natürlich aus. Nachverfolgen konnte ich bisher Lehrgänge von 41 bis 42, an denen Stuttgarter teilnahmen. Im März 1943 werden ja alle nicht kriegswichtigen Tätigkeiten eingestellt und ab dann wird auch eben, wenn die Kolonialplanung zum großen Teil abgewickelt. Aber vor allen Dingen im Zeitfenster 41 bis
42 kann man eben mehrere Lehrgänge sehen, zu denen Polizisten aus Württemberg abgeordnet wurden. Und dort wurde von kolonialen Sprachen oder Sprachen von Kolonisierten Geografie, Kartografie, Tropenhygiene, alles Mögliche, Kolonialrecht. Es gab ja auch Entwürfe für ein zukünftiges deutsches Kolonialrecht, die von der Akademie für deutsches Recht entwickelt wurden. So ist alles, konnte man dann eben lernen. Für mich war noch interessant festzustellen, dass ein Leiter dieser Kolonialpolizeischule in Oranienburg vorher mehrere Jahre Leiter der Gendarmerieschule in Freiburg gewesen ist. Zum Teil war es so, dass Teilnehmer dieser Lehrgänge dann nochmal weiter abkommandiert wurden nach Italien, um dort also praktisch bei der italienischen Kolonialpolizei ja wortwörtlich zur Schule zu gehen. Andere wurden zum Beispiel dann im Rahmen oder ja, bei Polizeibataillonen etwa im Balkan eingesetzt im Weltkrieg. Ja, hier haben wir nochmal ein Foto von diesem Anbau des Schlosses Oranienburg heute. Und ganz interessant ist auch, dass es nach dem ersten Kolonialpolizeilehrgang, bei dem eben auch Stuttgarter dabei waren, dann die Rückmeldungen kamen, dass dort auch eine Reihe Leute sich gemeldet hätten, die falsche Vorstellungen vom Kolonialdienst gehabt hätten oder einfach keine Lust mehr auf ihren alten Job oder vor allen Dingen romantisch eingestellt gewesen sein, was den Kolonialdienst angeht, aber eben sich keinen Begriff gemacht hätten, wie viel Strenge und Einsatz und Zucht und Ordnung dort erfordert wäre. Also bei, wir sehen hier 246 Teilnehmer und dann haben wir 21 wurden schon wieder zurückgeschickt, weil sie doch nicht tropendienstfähig waren, andere wegen mangelnder charakterlicher Eignung und so weiter. Ja, ich mache jetzt einen Sprung in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Also die Traditionskompanie wurde vermutlich dann mit dem NS-Regime aufgelöst. Allerdings hing diese Südsee-Gedenktafel weiter bis 1967 an der Moltke oder in der Moltke-Kaserne. Dann wurde das Gebäude aber abgerissen, die steht ja heute eben nicht mehr. Und dann kam es dazu, dass wohl ein Bundeswehr-Unteroffizier dafür sorgte, dass diese Tafel also gerettet wurde und nach Cannstatt sozusagen übersiedelte. Und zwar an das Dienstgebäude des Standortältesten der Bundeswehr, an der ehemaligen Offizierskaserne, Casino, Entschuldigung, der Reiterkaserne in der Rommelstraße 4. Hier haben wir zwei historische Ansichten, wo Sie sehen können, wie dieses Areal mal ausgesehen hat. Und das war aber kein Vorgang, der jetzt völlig unbeachtet abgelaufen wäre, sondern es fand 1967 ein Bundestreffen, das 10. Bundestreffen des Verbandes Deutsches Afrikakorps statt, die halt zusammenarbeiteten mit dem Traditionsverband ehemaliger Schutz- und Überseetruppen. Die haben sozusagen ihr eigenes Treffen am Rande dieses größeren Afrikakorps-Treffens gehalten. Und in diesem Zuge fuhr dann eine Delegation nach Cannstatt, um sich von dem Standortältesten der Bundeswehr eben diese Gedenktafel zeigen zu lassen. Also die Bundeswehr hatte offensichtlich das für gut befunden, dass dieser Gefallenen für Deutschlands Ruhm und Ehre in der Südsee weiter in dieser Form gedacht wird. Dieses Gedenken hat aber keineswegs, war dann keineswegs beendet 1967 nach diesem Delegationsbesuch, sondern wurde zu einem, ja, ich würde etwas jovial sagen, zu einem Pilgerort der prokolonialen Bewegung, auch weiterhin gemeinsam mit dem Verband Deutsches Afrikakorps
aus dem Zweiten Weltkrieg. Hier sehen wir jetzt eine Nahaufnahme der Gedenktafeln für das Afrika-Korps mit den Grenzen des Verteidigungsministers und den Grenzen des Traditionsverbandes der Kolonial- und Überseetruppen und dem Kranz des Deutschen Afrika-Korps. Das ist jetzt aus einer Publikation aus dem Jahre 2001. Und hier sehen wir die Veranstaltung dazu. Links heißt es Ehrenposten der Marinekameradschaft Stuttgart an den Gedenktafeln für diese beiden Einheiten. Oder ja, wie ich es halt beschrieben hatte. Darüber wurde die Petersflagge, also das Symbol der Kolonialbewegung beziehungsweise der NS-Kolonialbewegung, auch wenn hier jetzt kein Hakenkreuz auf der Petersflagge mehr ist. Und wir sehen dort auch ein Foto einer im Gedenkfeier aus diesem Anlass. Die Gedenktafel wurde 2018 in Cannstatt abgebaut, weil dieses Gebäude von der Bundeswehr aufgegeben und vermarktet wurde. Seit dem Jahr 2019 befindet sie sich im Garnisonenmuseum in Ludwigsburg. Und jetzt können Sie die Tafel mal in vollem Glanze sehen, wie sie eben auch heute noch aussieht. Restauriert, den Toten zum Gedächtnis, den Lebenden zur Mahnung. Und hier nochmal eine Ansicht im Raume. Neben der Tafel ist ein Hinweisschild angebracht, auf dem es heißt, diese Gedenktafel wurde nach einem Entwurf von F. Wolf durch den letzten Führer des Landes, der Landesverteidigungstruppen Südsee und so weiter bei den Schwäbischen Hüttenwerken in Wasseralfingen in Auftrag gegeben. Ja, und für uns im Zuge der Ausstellung Schwieriges Erbe ist halt die Frage, wie man eigentlich heute mit so einer Tafel umgehen sollte. Wir stellen ja in der Ausstellung die Frage anhand verschiedener Denkmäler und zeigen dort auch verschiedene Möglichkeiten auf, wie man eigentlich mal zu einem kritischen Gedenken kommen könnte, dass man sich eben auch überlegt, ja, was hieß es eigentlich, Kolonialismus in diesem Falle auch in der Südsee und wem wird da gedacht, wem wird da nicht gedacht. Und ich möchte jetzt zum Abschluss noch eine neue Installation zeigen. Das ist ja sehr bekannt, das Denkmal für Generalfeldmarschall Erwin Rommel. Und ich finde, das passt jetzt hier auch doppelt, weil wir gesehen haben, dass er als Kommandeur des Afrika-Korps ja sozusagen auch in Afrika eben gekämpft hat und dort auch zwischen den Verbänden eine Freundschaft besteht. Dieses Denkmal ist schon länger umstritten. Jetzt ist es so, dass seit letztem Jahr ein Gegenkunstwerk dort installiert wurde. Das heißt, es wurde das Rommel-Denkmal nicht abgebaut oder ähnliches nach dem Motto, es gibt jetzt viel Kritik daran, sondern es wurde einfach ergänzt. Und so kann man eigentlich die Komplexität der Geschichte dort auch ja, besser erfassen. Also ein Gegenkunstwerk von Rainer Joos für die Opfer des Minenkrieges in Nordafrika. Es ist so, dass dieses Denkmal, wir sehen dort diesen aufrechten Teil der Konstruktion, den liegenden Teil und wir sehen den Schatten, der auf das Denkmal geworfen wird. Hintergrund ist, dass sowohl von den Deutschen als auch von den Kriegsgegnern zwischen 1941 und 1943 mehrere Millionen Panzer und Personen oder Antipersonenminen verlegt wurden. Rommel ließ zum Beispiel in der Gegend der ägyptischen Kleinstadt El Alamein aus Minen sogenannte Teufelsgärten anlegen, in denen sich die Gegner dann eben verfahren und dort hochgehen sollten. Das Dauerproblem, das daraus allerdings folgt, ist, dass bis heute permanent eigentlich Menschen an dieser Hinterlassenschaft aus dem Zweiten Weltkrieg sterben oder verletzt werden. Bei der Einweihung dieses Gegendenkmals hat Professor Wolfram Wette, ein Militärhistoriker von der Universität Freiburg, eine Rede gehalten und hat darauf verwiesen, dass seit den 80er Jahren, als man anfing, das überhaupt zu erfassen,
3.300 Menschen dort in Ägypten allein ihr Leben verloren haben und 7.500 verstümmelt wurden. Dem Land fehle es an Mitteln, die betroffenen Gebiete komplett zu entminen. Ja, das ist also ein Erbe, an das man auch denken sollte, wenn man so ein Denkmal sieht. Eine ägyptische Ministerin sagte zu dem Thema, wenn wir mit der jetzigen Geschwindigkeit weiterarbeiten, wird es noch etwa 100 Jahre dauern, bis alle Minen und Blindgänger geräumt sein werden. Ja, also das sind Möglichkeiten für eine differenzierte Erinnerungspolitik und nicht eine, die jetzt einem einseitigen Heldentum verpflichtet ist. Und ja, damit möchte ich meinen Vortrag beschließen und ich hoffe, dass neue Erkenntnisse für Sie dabei gewesen sind und würde mich freuen, wenn Sie sich mit Fragen oder Kommentaren im Chat melden und wir dann ins Gespräch kommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Heiko, für den Vortrag. Jetzt sprudeln die ersten Fragen doch gerade hier rein. Ich stelle dann gleich mal die erste von Paul Wolf Dietrich, der fragt, was ist der Unterschied zwischen der Gedenktafel und den zahllosen, ebenfalls leider unkommentierten Gedenktafeln zu den Helden des Ersten und Zweiten Weltkrieges? Ja, teils, teils. Also man muss natürlich auch bei den Gedenktafeln für die Opfer des Ersten und des Zweiten Weltkriegs, die ansonsten in jedem Dorf stehen, gucken, in welchem Geiste wurden die aufgestellt, vielleicht auch welche Beschriftung haben sie. Da gibt es nämlich große Unterschiede, ob jetzt den Toten des Weltkriegs gedacht wird oder den Helden oder ähnliches. Und auch da gibt es natürlich Debatten darum, zum Beispiel bei Denkmälern, die äußerst martialisch sind. Allerdings ist das Thema heute Abend einfach, dass wir eben diesen Bereich des Kolonialismus auch mal in den Blick nehmen, weil der einfach nicht so bekannt ist. Okay. Eine weitere Frage, da dreht sich jetzt um die heutige Kontextualisierung bzw. Ausstellung der Tafel im Garnisonsmuseum. Und da ist gefragt, ob es dort noch mehr an Kontextualisierung gibt, wie jetzt der Hinweis, den du auch eingeblendet hast, also dass sie in Wasseralfing gegossen wurde zum Beispiel. Das wäre mir nicht bekannt. Also es ist jetzt so, der Herr Himmelsbach und ich waren im Jahr 2000, ich glaube noch Ende 2019 da, als wir eben herausgefunden hatten, dass die Tafel dort ist. Es hat da wohl auch einen Vortrag mal gegeben von dem Menschen, der dafür gesorgt hat, dass das eben dort hinkommt. Wir haben dort keine kritische Kontextualisierung gesehen und der Herr von dem privaten Verein, der dieses Museum betreibt, war uns auch sehr bemüht, eine äußerst positive Sicht auf den deutschen Kolonialismus zu vermitteln. Also insofern vermute ich, ich weiß nicht, ob er da für den ganzen Verein gesprochen hat, aber uns hat das ein bisschen schockiert, die Art des Umgangs. Okay. Eine weitere Frage, da geht es um das Foto zur Einweihung bei der Gedenkfeier 1967, weil da wohl auch von Kameraden und Kameradinnen gesprochen wurde. Das ist auch die Frage, ob auch hier wirklich Frauen Teil waren dieser Kompanien beziehungsweise die Truppen und was dann auch deren Rolle war. Nein, also in den Schutztruppen und Kolonialpolizeien gab es keine Frauen. Ich nehme an, dass sich das Zitat jetzt einfach auf die Angehörigen der Mitglieder in diesem Afrika-Korps und so weiter bezieht. Okay, also momentan haben wir jetzt keine weiteren Fragen. Warten wir vielleicht noch kurz 2 Minuten. Ansonsten kann ich ja noch mal kurz eine Frage stellen, wenn ich gerade schon die Zeit habe. Und zwar, auch wenn man jetzt noch mal die Traditionskompanie sieht, auch mit ihren, sag ich mal, Bestehen in den 20er, 30er, 40er Jahren, was waren dann vielleicht auch so die markantesten Aktionen oder womit sind sie auch in einer breiteren Öffentlichkeit aufgetreten? Also wo hat man ihren Wirken auch wirklich in der Bevölkerung wahrnehmen können?
Ja, zum einen durch Auftritte. Also ich hatte das Beispiel Freiburg gebracht, aber da gab es dann eben auch, wenn es Kolonialfeste in Stuttgart gab, dann hat die Traditionskompanie zum Beispiel leichtathletische Aufführungen gebracht oder auch Theaterstücke aufgeführt. Also so war sie zu sehen. Und dann war es auch so, dass die Traditionskompanie eigentlich der Kern dafür war, schrittweise die gesamte württembergische Schutzpolizei zu schulen. Und dann war der nächste Schritt, dass die Polizisten, die also im Sinne eines Kolonialrevisionismus geschult waren, die sollten dann in ihrem Bekanntenkreis wiederum Werbung machen. Und es gibt einen Bericht von dem Polizeihauptmann Eberbach, der bereits 1927 sagt, dass also diese Wachtmeister, wenn sie Besuch in der Kaserne haben, also mit allergrößtem Stolz Bekannte und Angehörige eben in dieses Kolonialheim führen und so eben einen neuen Kern eigentlich der Kolonialbewegung bilden. Also das Ziel war ganz klar eine Verbreiterung der Basis und man orientierte sich in vielem eigentlich an Bayern, das dabei voranging. Okay. Eine weitere Frage ist jetzt auch noch gekommen, und zwar bezieht sich das jetzt wieder auf die Verheirateten bzw. Unverheirateten. Du hattest ja auch erwähnt, dass für die Schutztruppe ja hauptsächlich ja Unverheiratete eingezogen wurden, aber warum dann später nur Verheiratete? Warum wurden diese dann nur abgestellt? Ja, das Ziel war tatsächlich zum einen den Polizisten eine, die sich, also wenn, also, Entschuldigung, es war oft so, dass die Idee war, dass Schutztruppensoldaten, die schon mal im Land waren, dann in die Polizeitruppe übertreten sollten. Und damit ihnen eben eine langfristige Perspektive geboten werden konnte, sollten sie dann eben auch verheiratet sein können. Und nun war aber eben das Thema der sogenannten Rassenmischehen, die man unbedingt verhindern wollte. Deswegen sorgte man halt möglichst dafür, dass es auch, dass halt eben auch Frauen aus Deutschland in die Kolonien kamen. In Stuttgart gab es ja als Unikat außerhalb von Berlin auch eine Vermittlungsstelle für junge Frauen und Mädchen nach Deutsch-Südwestafrika. Und das war letztendlich das Thema Rassismus. Also die deutsche Kultur sollte geschützt werden, indem deutsche Frauen dorthin kamen. Und man wollte eben nicht, dass es zu sogenannten Mischehen komme. Und in der NS-Zeit hat man dann eben gesagt, das machen wir jetzt von vornherein, dass wir möglichst Verheiratete hinschicken, dass es nicht zu einer Vermischung kommt. Dann noch einmal eine weitere Frage zu der Tafel und wem diese Tafel denn gedenkt. Nämlich die Frage, ob man davon ausgehen kann, dass die Tafel nicht nur die Polizei und Militär, sondern auch alle deutschen Siedlern galt, die ja oft an Tropenkrankheiten gestorben sind. Ja, ich habe das vorhin versucht, vielleicht etwas zu schnell darzustellen. Der Clewitz hatte erstmal das Interesse daran, dass seine sogenannte bewaffnete Macht geehrt wird. Und dann hat man das schrittweise immer mehr ausgeweitet und ging dann am Ende bis 1885 zurück und bezog es dann auf die ganze Südsee. Da waren dann höchstwahrscheinlich eben, es hieß ja eben an allen, die dort gestorben sind. Also sozusagen, wer in der Südsee gestorben ist, ist eben für Ruhm und Ehre des Vaterlands gestorben, unabhängig davon, ob das jetzt im Einzelfall tatsächlich so war. Aber das war dann natürlich eine etwas vage Formulierung. Dann fragt noch Herr Hahn zu den Gedenkaktivitäten, die in den 1920er bis 40er Jahren stattgefunden haben, ob diese dann auf Württemberg konzentriert waren oder ob die auch eher allgemein gedacht waren. Ja, solche Gedenkaktivitäten gab es überall. Also in Mannheim wurde 1937 zum Beispiel ein großes Kolonialdenkmal eingeweiht. In Freiburg 1935 diese Tagung. Also das war ein reichsweites Phänomen. Das war jetzt nicht auf Württemberg. Ich habe mich jetzt versucht, hier auf Württemberg zu konzentrieren, weil es einfach diese Fragestellung ist. Württemberg ist schlecht erforscht in der Hinsicht. Und wir haben halt diese Ausstellung und deswegen habe ich das jetzt zum Thema genommen. Aber es ist ein weites Feld, ja.
Genau, dann haben wir jetzt noch eine letzte Frage. Und zwar richtet sie sich eher an den allgemeinen Umgang mit Denkmälern. Und zwar, ob es auch in anderen Städten in Deutschland eine Rekontextualisierung im Sinne von Begleittafeln für koloniale Denkmäler gibt. Ja, also das kann man sagen, dass jetzt in den letzten Jahren, nachdem das lange Zeit nicht der Fall war, dass sich an vielen Orten solche Debatten entzünden. Und da kann man dann eben auch gucken vor Ort jeweils, ob es vielleicht Initiativen gibt, die sich damit befassen. Also wenn wir jetzt nach Baden-Württemberg gucken, gab es zum Beispiel in Offenburg verschiedentlich Debatten um dortige Militär-Traditionsgedenktafeln für die Gefallenen im Herero- und Namakrieg etwa oder auch im Boxerkrieg in China, wo es eben Debatten darum gab, ob das heute noch angemessen ist angesichts dessen, was man weiß, was dort damals in Deutsch-Südwestafrika passiert ist. Okay, da jetzt keine weiteren Fragen mehr eingetroffen sind, dann sage ich dir, Heiko, ganz herzlichen Dank für den Vortrag. Da Auch ist jetzt noch vielen eine Frage gerade gerade für gekommen. einen reingekommen. Ach, wir haben heute so ein interessiertes Publikum. War es nicht so, dass die ehemaligen des Afrikakorps an deren Gedenktafel Kränze abgelegt haben? Mit der kolonialen Südsee hatten die doch eher weniger zu tun. Die beiden Tafeln hingen ja eher zufällig nebeneinander, soweit ich weiß. Ja, also dass das zufällig war, kann man nicht sagen. Ich habe ja vorhin auch dieses Titelbild gezeigt von dieser 10. Tagung des Deutschen Afrikakorps. Man hat also kooperiert, man hat sich gemeinsam getroffen. Sozusagen der Traditionsverband der Schutz- und Überseetruppen hat dann sozusagen sein Nebenzimmertreffen im größeren Rahmen des Afrikakorps gehalten. Man ist da auch zusammen hin. Und wir können ja auch sehen bei der Veranstaltung aus dem Jahr 2000, die ich gezeigt habe, dass dort eben auch ein Kranz vom Traditionsverband mit abgelegt wurde. Zumindest hieß es so auch in der Bildunterschrift. Wobei der Traditionsverband natürlich zahlenmäßig geringer ist, aber das kann vielleicht Herr Schöfert selber dann genauer noch erklären, wie es um den Genau. heute steht. Dann eine letzte Frage, schließt sich auch noch so ein bisschen daran an, ob es auch noch heute Aktivitäten mit hochkarätiger externer Beteiligung gibt. Da weiß ich jetzt nicht ganz genau, was mit Aktivitäten gemeint ist, ob das jetzt im Sinne von Kranzniederlegungen oder ähnlichem gemeint ist. Genau, wenn das ja gemeint ist, dann kann man das ja bejahen. Ich meine, da war ja bis in den letzten Jahren, hat man dort ja immer noch auch noch Fotos gesehen, an denen ja Kränze niedergelegt wurden. Aber wie jetzt, wer genau da jetzt beteiligt war oder sowas, das wissen wir jetzt nicht. Aber es fand zumindest auch noch bis zuletzt eigentlich auch weiterhin eine Ehrung statt, weil also Kränze wurden da immer noch niedergelegt. Ja, und wir haben natürlich Debatten um die Namen von beispielsweise Bundeswehrkasernen, das Thema Lettow-Vorwerk-Kasernen. Wir haben die sogenannten Askari-Reliefs in Hamburg und so weiter, um die seit vielen Jahren gestritten wird. Also das ist nach wie vor in der Diskussion. Gut, nachdem wir nun diese Fragen doch auch noch schnell eingeschoben haben, dann sage ich jetzt aber wirklich vielen Dank für den Vortrag und das doch sehr interessierte Publikum auch heute Abend mit den zahlreichen Fragen. Damit verbleiben jetzt nur noch zwei Hinweise. Zum einen, es wurde auch ja gerade schon in den Chat geschrieben, dass das Lindt-Museum momentan eine Umfrage durchführt. Da bitten wir Sie natürlich, sich alle zahlreich teilzunehmen, damit wir auch unser Museum für die Zukunft neu konzipieren können und auch entsprechend Ihr Feedback da einholen können. Dann bleibt mir noch die nächste Vortragsankündigung. Und zwar wird dann im Rahmen der GEV am 16. April Professor Matthias Schmidt von der Uni Augsburg sprechen. Und zwar zu dem Thema Neue Seitenstraßen, Chinas Belt and Road Initiative. Okay, vielen Dank und dann wünsche ich Ihnen jetzt noch allen einen schönen Restabend und ein schönes Wochenende.